So, hallo zusammen. Ich bin Bibo wieder in der Schweiz, beziehungsweise immer noch in der Schweiz. Wir haben gedacht, es ist so toll hier in der Schweiz. Der Markus hat immer so gute Schweizer Käse und dann sind wir halt länger geblieben. Wir machen heute für euch ein Auto, wo mir persönlich sehr gefällt. Hat ein Voll-Carbon-Dach natürlich, ne? Und in Abu Dhabi haben wir ja mit der 5er schon gedreht. Ihr wisst jetzt schon, was kommt. Der nagelneue M8 Competition. Das Auto steht schon bereit für uns. Ja? Der Markus war so gnädig und hat uns das schon vorbereitet. Ist alles auf dem Prüfstand. Da steht das gute Ding. Ja? 625 Pferde. Das ist nicht das erste Auto, das wir für den Patrick machen. In diesem Sinne, viele Grüße an Patrick. Er hat ein ganz tolles Unternehmen, Weltracon Lifestyle. Dort könnt ihr alles bekommen, was ihr denkt, dass es nicht gibt. Ja? Das heißt, Autos zum Beispiel, die nirgends zu bekommen sind. Beim Patrick bekommt ihr sie. Konzertkarten, die ausverkauft sind. Beim Patrick bekommt ihr sie. Ja? Das ist ein schönes Auto. Wir machen heute mit dem Ding eine Stufe 1 mit 200 Zeller Sportcuts. Die hat der Markus schon verbaut. Ja? Wir würden jetzt eine Eingangsmessung machen. Gucken wir mal, was das Ding in Serie hat. Dann mache ich die Software, mache mal Ausgangsmessungen, gehen Zeiten messen. 0, 100, 100, 200. Ja? Und dann gucken wir mal. Also Pipo, ich muss dir sagen, das Auto ist schön. Ja? Auch die Lichter vorne, wie die gemacht sind. Also. Wie sagt man? Hut ab! So Pipo, dann machen wir jetzt mal die Eingangsmessung M8. Ja? Gucken wir mal, was er hat. Ob ihr glaubt oder nicht, das Ding hat richtig Dampf in Serie, ja? Wir haben 502,5 kW, 769 Newtonmeter, das sind 680 PS müssten das sein, wenn man umrechnet, oder Markus? 680. Also, Original M8 Competition, Prüfstandslauf, 5. Gang, 680 PS. Weiter geht's. Ich würde jetzt die Software für das Ding fertig machen, bevor es dann an die Tests geht. Wenn es euch interessiert, was ich da alles mache an der Software, ich zeige euch das jetzt nicht hier in diesem Video, weil ich es schon mal gemacht habe an einem M5 in Abu Dhabi. Wenn euch das interessiert, guckt einfach das Video nochmal an. Ich brauche es jetzt nochmal erklären, weil der M8 ist ziemlich identisch. Stimmt's, Fibo? Ja. Sehr schön. Looks like I'm on time. Just put the spirit in my words and watch the song fly. Jesus save me, I just came to lift him on high. You took my penalty when I was living offside. And now I'm in your kingdom, things been looking all bright. I put the truth inside the music so they get the message. I guess somebody gotta do it when the tunes are septic. Me and the team, we came to eat, we cooked the food and blessed it. No weapon form shall stand, just do like Ralph and wreck it. I ain't take the class, I clept it. I'm on a vibe, I checked it. They said to watch your step, but I've been up in heaven. No time for playing games, cause I know I can't play it safe with my ambition in the way. I try to keep it separate. I'm thinking that's my favorite. Stufe 1 ist fertig, wie gesagt, OPF ist drin, sind 200 Zeller Renncuts reingekommen. Was wir programmiert haben, hört selber. Das fehlt mir in Serie, der M8 hat es einfach nicht. Wir machen es wieder rein. So, kommen wir zur Auswertung. Achtung, 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 hochexplosiv. Ladedruck VMS 1,7 bar bis Drehzahl Ende. Wir haben 566,5 kW und 879 Newtonmeter. So sieht die Grafik aus, gestrichelt vorher.
durchgezogen jetzt. Also das heißt, über den ganzen Drehzahlband haben wir eigentlich 100 Newtonmeter mehr Drehmoment. Ja. Dann haben wir 566,5 kW. 770. 770 PS. Ja. Für diejenigen, die nicht wissen, wie man kW zu PS umrechnet. Also man macht 566,5 mal 1,36. Dann bekommt man die PS-Zahl. Also, wie ihr seht, haben wir jetzt 770 PS mit Software und 200 Zeller Rennkarts rausgekriegt. Und Serienmessung war ja 680, ne? Also haben wir 90 PS. Serie mit Hardware. Ah, Serie mit Hardware. Da waren ja die 200 Zeller Rennkarts verbaut. Das bringt auch noch ein bisschen was. Da hatte Markus recht. Also, wenn man es so sieht, wenn man wirklich das so nimmt und man sagt, okay, das Auto hat Serie auf dem Prüfstand 650 PS, dann haben wir jetzt einen Zuwachs von 120 PS. Sagen wir grob 100 PS mehr mit Software. So, wir testen jetzt dann 100, 200 und mal gucken, wie das Ding läuft, hä? Kinnas. Ich bin gespannt, wie das Ding läuft. Ah, so toll von innen die Autos, du. Hörst du das? Naja, Serie hat das nicht, jetzt hat das, gell? Der Pelker, der macht halt alles möglich. Was denkst du, 100, 200? Mit dir drin? Mhm. 6-0. Zu schnell. Ja, oder? Glaubst du nicht? 6-0, 6-2. Gucken wir mal. Pipo mit dir drin. Ist auch gut, oder? Stabiler Wert. Stabiler Wert. Auf jeden Fall lässt sich das Ding schön fahren, sag ich da. Ja, ja. Die BMWs. BMW. Boah, diese Start-Stopp, Alter. Was? Wer hat diese Scheiße überhaupt erfunden, Alter? Der gehört auf. So. M8 Competition ist fertig. Ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Leistung, auch von den Geschwindigkeiten und alles. Sehr tolle Werte. Wir laden das Auto jetzt auf, weil die in der Schweiz, die haben hier ihren eigenen Hänger. Also ich geschlossen. Pipo, zeig mal das Ding. Ja. Dann laden wir das Auto jetzt rein und dann wird es zurückgebracht zum Kunden. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. What else could I do but give my life to you?